Kuckuck, ihr da hinten, herzlich willkommen zurück zu F1 2018. Wir sind in Brasilien auf dem Autodromo José Carlos Pache und ich habe euch ja eigentlich gesagt, wir sehen uns im Rennen, das ist aber nicht so, ich habe es mir nämlich anders überlegt. Wir fahren jetzt zusammen erst die drei Trainingssessions, dann das Qualifying lasse ich wie gesagt aus und danach kommt dann das Rennen. Aber, Qualifying ist sogar verregnet, dann ist ganz gut, dass wir es auslassen. Also wie gesagt, wir fahren jetzt die drei Trainingssessions, wir fahren diese ganzen Trainingsprogramme, das was ich normalerweise immer mache, ohne dass ich es aufnehme. Aber ich denke mir in diesem Fall, weil ich das Qualifying auslasse, können wir uns einfach mal zusammen das Training angucken, damit ihr so wisst, was ich denn so die ganze Zeit tue, wenn ihr nicht dabei seid. Also im Regen fahre ich gerne ERS-Management, weil das halt sehr einfach ist und man da nichts für machen muss im Prinzip. Und dann hoffe ich, dass die nächsten Trainingssessions ein bisschen trockener sind. ERS-Management ist im Prinzip das leichteste Programm, weil ihr eigentlich nur das ERS-Management komplett auf Aus machen müsst. Und dann habt ihr es automatisch immer Purple. Aber so Sachen wie Streckenakklimatisierung, die fahre ich halt lieber im Trockenen. Einzige, wo man jetzt halt aufpassen muss, ist, dass die Zeit passt. Und das wird schon ganz schön eng, ey. Okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Ich fahre einfach nicht gerne im Regen. Sieht der Kameramann mich nicht mal, weil ich übers Gras fahre. Ich meine, dass es in Brasilien regnet, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Boah, eine Sekunde schon hinten, also... Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich glaube, da werden wir noch eine Runde fahren müssen. Es ist zwar Purple, aber die Zeit ist einfach zu langsam. Aber ich kann hier im Regen einfach nicht schneller fahren. Ja, dann fahren wir halt noch eine Runde hinterher. Ist jetzt nicht geplant gewesen, aber kann es jetzt auch nicht ändern. Mein Gott. Ja, vielleicht machen wir ERS doch mal ein bisschen an. Muss ein bisschen schneller werden. Normalerweise im Trockenen geht das, ist gar kein Problem. Aber hier... Und viel zu spät gekommen. Ach, leck mich, Mann. Ich hasse Regen.
Ich komme einfach auf keine vernünftige Zeit. Und auch der ERS. Balken da oben bewegt sich irgendwie kaum. Ach, Auto, fahr doch mal geradeaus, ey. Mein Gott, nochmal. Fehlt mir schon wieder eine ganze Sekunde. Das ist doch zum Kotzen. Glück habe, reicht das. Boah, es wird knapp. Das wird verdammt knapp. Ach komm schon. Ach komm schon. Ach Mann. Das gibt's doch nicht. Oh, das läuft, ey. Das läuft, ehrlich. Also so sieht's nicht immer aus, wenn ich Trainingssessions fahre. Ach Mann. Auto, komm klar, bleib innen, verdammte Scheiße, ey. Oh, schon wieder so knapp. Das war richtig, richtig eng. Oh, ich hasse Regen, ich hasse Regen, ich hasse Regen. Ich hoffe, dass das Rennen trocken bleibt, aber das Rennen soll ja, glaube ich, trocken sein. Training 2 ist trocken, Training 3 ist trocken. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach zu Training 2. Ein interessantes Training, schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Raikkonen. Boah, mein Gott, ey. Viel zu aufregend, ehrlich. Viel zu aufregend. Normalerweise ERS ist überhaupt kein Ding. Das fährst du normalerweise in einer Runde und dann ist gut. Das ist das einfachste Programm von allen. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier so ein Akt war. Regen halt, ne? So, Training 2. Jetzt fangen wir an mit strenger Klimatisierung und hier Reifenmanagement, Benzinmanagement und im letzten Training fahren wir dann das Qualifying-Tempo und dann ist auch gut. Normalerweise mache ich das halt in Training Session 1, was ich jetzt mache. Streckenakklimatisierung, Reifen und Benzinmanagement. Aber wenn es regnet, fahre ich halt im Prinzip nur ERS und dann ist gut. Außer es regnet in mehr als einer Session, dann wird es ein bisschen tricky. Oh, das Tor war aber extrem weit innen. So, das war der. Dann geht's weiter mit dem Reifenmanagement. Das ist im Prinzip ganz easy, wenn ihr einfach ein bisschen ruhig fahrt, das Auto nicht ausbrechen lasst, nicht zu früh, zu sehr, zu viel Gas gebt. Halt einfach die Reifen ein bisschen schon. Wenn die Reifen durchdrehen, ist immer schlecht, sei es durchs Driften oder durchs zu viel Gas geben.
Das ist halt das, was ihr vermeiden solltet. Dann ist das Programm eigentlich auch relativ easy. Mhm. Wenn ihr eine ganz normale Runde fahrt, braucht ihr eigentlich auf nichts achten. Außer ihr seht es, dass die Zeit wieder passt. So, und jetzt noch Benzin-Mana gemannt. Und dann gehen wir in Q3, machen dann noch das Qualifying-Tempo. Und dann können wir die Rennstrategie nämlich wieder weglassen. Wenn ihr alles auf Purple habt, habt ihr genug Ressourcenpunkte. Mehr könnt ihr dann nämlich auch gar nicht bekommen. Selbst wenn ihr das Rennstrategieprogramm fahren würdet, würdet ihr dafür keine Ressourcenpunkte mehr kriegen. Deswegen macht es keinen Sinn. Wenn ihr das Rennstrategieprogramm aber nicht fahrt, dann habt ihr im Rennen pauschal immer mehr Benzin mit, als ihr eigentlich benötigen würdet. Was ich aber auch immer sehr gerne habe eigentlich, weil es heißt, dass ihr öfter im Benzingemisch 3 fahren könnt. Hoppala. Das machen wir nochmal. Er nervt natürlich jetzt hier so ein bisschen, der Williams. Im Prinzip der Sinn von diesem Benzinprogramm, ich mache es jetzt völlig verkehrt hier, weil der Williams mich einfach so unter Druck setzt hier. Der Sinn von diesem Programm ist es, ach komm, mir fehlt schon wieder eine Sekunde. Ich muss das nochmal ohne den Williams fahren hier, das ist ja super nervig. Nein, ich will doch nur in die Garage, Mann. Ah, weg, weg. Garage, dankeschön. Der Sinn im Prinzip ist einfach so ein bisschen Lift and Coast zu fahren. Das heißt, anstatt bei dem normalen Bremspunkt zu bremsen, geht er einfach ein bisschen früher schon vom Gas. Dadurch spart ihr halt ein bisschen Benzin. Und jetzt fahre ich das nochmal hier mit freier Strecke. Dieser Williams da gerade, der ging ja gar nicht klar. Bin ich völlig irritiert. Ihr müsst natürlich immer so ein bisschen auf die Rundenzeit gucken. Das ist jetzt hier in Brasilien komischerweise ein bisschen extremer. Normalerweise ist das gar nicht mal so das Problem. Aber ich schätze mal, weil einfach die Strecke so kurz ist, ist die Rundenzeit hier so ein bisschen enger. Oder das Ziel, was ihr erreichen müsst, ist einfach ein bisschen knapper bemessen. So, das war auch schon wieder scheiße, da wie ich durch die erste Kurve gefahren bin, viel zu spät gebremst. Und trotzdem schon 3/10 zurück. Zeit ist echt ein Problem hier auf der Strecke. Manche Strecken haben wirklich eine Sekunde Vorsprung.
Es geht nicht klar, ey. Da fahre ich einmal das Training und nehme es auf. Und schon geht es überhaupt nicht mehr klar. Normalerweise ist das überhaupt kein Ding. Das fahre ich in 10 Minuten, diese Trainingsprogramme. Dann nehme ich es einmal auf und komme dabei rum wie der letzte Trottel. Das wird zeitlich schon wieder nicht hinhauen hier. Und wieder so verdammt knapp, ey. Ah, was ist das denn hier? Kann nicht wahr sein. Jetzt ist es nicht purple. Oh, leck mich am Arsch, komm. Die ganze Saison noch nie solche Probleme im Training gehabt wie hier jetzt. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende. Mein Gott. Ich hätte die Aufnahme einfach auslassen sollen und hätte im Rennen einsteigen sollen, so wie ich es vorhatte. Nein, ich wollte ja wieder einen super toller, tougher, brutaler Held machen. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Leck mich. Ist Ihr Tempo im Training ein Indikator für das, was uns in Zukunft erwartet? Hier, Chassisabteilung. Wird dieses Wetter Ihnen auf der Strecke Probleme bereiten? Der beste Fahrer wird gewinnen, also ich. Danke für den Kommentar. Ach Mann, es ärgert mich, dass das jetzt so scheiße läuft hier, ey. Wie gesagt, die ganze Saison noch nicht so ein katastrophales Training gehabt wie hier jetzt. Unfassbar. So, ich fahre jetzt erst hier das Qualifying-Tempo. Und dann versuchen wir das Benzinmanagement nochmal. Das ist... Ich weiß nicht, warum es nicht klar geht, ey. Ich meine, es gibt nicht so wahnsinnig viele Punkte hier, wo man Lift and Coast machen könnte. Weil es am meisten Sinn macht, halt irgendwie von einer Haarnadel oder irgendeiner Kurve, wo man wirklich stark bremsen muss. Hier gibt es halt viele Kurven, die man auch regulär nur im Halbgas durchfährt. So, das geht wenigstens. Dann wollen wir das nochmal versuchen. Wir können jetzt natürlich auch Rennstrategie fahren. Hier fehlt mir noch Autoeinstellung. Das sind nochmal 5 Punkte, die ich hier noch für bekommen würde. Wenn ich jetzt halt nochmal die Autoeinstellung ändern würde, kann ich auch durchaus tun. Man muss ja nichts Großartiges ändern. Und ihr seht es hier, Benzinmanagement gibt nochmal 20 Ressourcenpunkte, Rennstrategie auch. Ich könnte jetzt halt auch Rennstrategie fahren, aber da brauche ich mehr Runden für. Da brauche ich mindestens 3 Runden.
bei Benzinmanagement normalerweise halt nur eine. Und unten seht ihr es bei Ressourcenmanagement 300 von 325. Das sind einmal diese 20, die es entweder hier oder hierfür gibt. Und einmal die 5, die es hier noch für die Autoeinstellungen gibt. Und die holen wir uns jetzt noch, indem wir die Autoeinstellungen einmal ändern. Das muss, wie gesagt, nichts Dramatisches sein. Wir können zum Beispiel... wir können den Heckflügel ein bisschen höher machen. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Abtrieb in den Kurven. Sind auf der Geraden, ein bisschen langsamer, aber das können wir durchaus machen hier in Brasilien. Right, I'll get these changes made. Und dann versuchen wir nochmal hier das Benzinmanagement zu fahren. Eigentlich ist das wirklich nicht schwer. Und schon geht das mit fast 2 Sekunden Vorsprung. Ich weiß nicht, was ich jetzt anders gemacht habe als gerade. Eigentlich ist es immer so einfach. So, dadurch haben wir nämlich ein optimales Ressourcenausbeute, hast du nicht gesehen, hier Schichte erreicht. Eine optimale Ressourcenpunkteausbeute, wie auch immer. 325 von 325, mehr geht es nicht. Jetzt seht ihr nämlich auch bei Rennstrategie, verfügbare Ressourcenpunkte ist jetzt auf 0. Wir haben jetzt alle rausgeholt, die wir rausholen konnten aus diesen Trainingssessions. Okay, hier ist etwas zu erinnern über dieses Circuit. Es gibt viel Zeit in Turn 6. Okay, so, wir springen jetzt zum Qualifying. Aber ich habe ja gesagt, ich will das Qualifying nicht fahren. Deswegen lassen wir das jetzt aus. Und gehen direkt ins Rennen. Dann werde ich halt vom letzten Startplatz losfahren. Werde dann gucken, dass ich irgendwie nach vorne komme. Dadurch verringert sich natürlich mein Ruf bei Ferrari. Ich habe ja als Vertragsziel angegeben, dass ich im Training immer mindestens Zweiter werde. Das ist dann hier jetzt halt nicht so. Dadurch wird Ferrari ein bisschen angepisst sein. Aber letztendlich sollen sie einfach damit klarkommen. Wie gesagt, ich bin Weltmeister. Die sollen sich gefälligst nicht so anstellen. Wir können mal gerade hier noch gucken, ob ich noch was entwickeln kann. Der ist immer noch dabei hier. Okay. Das ist echt noch eine Menge, was hier offen ist. Den hier könnte ich noch machen. Na komm. Ich habe jetzt halt angefangen, hier die Aero-Abteilung auszubauen, was totaler Bullshit ist. Für eine Trophäe muss man halt eine Abteilung auf Maximum bringen. Da hätte die Chassis-Abteilung viel mehr Sinn gemacht, weil sie einfach weniger Updates beinhaltet. Aber ich habe jetzt hiermit angefangen. Ich werde das hier jetzt auch zu Ende durchziehen. Scheißegal. So, dann wollte ich mal gucken, dass ich noch meine Motoren tausche. Das kann ich ja, glaube ich, ohne Strafe tun, ne? Genau. Turbolader ist eigentlich noch okay.
Aber ich würde sagen, wir tauschen jetzt vor den letzten beiden Rennen einfach alles einmal durch. Gut, Getriebe muss jetzt noch dieses Rennen überstehen, bevor ich es tauschen kann. Und dann springen wir zum Rennen. So, Nachrichten, die werden bestimmt so ein bisschen angepisst sein. Was? Was labert er? Ja gut, klar, Ressourcenpunkte habe ich natürlich jetzt fürs Qualifying auch nicht bekommen. Ist okay, ist okay. Dadurch wird das Rennen hoffentlich so ein bisschen interessanter. Wie gesagt, das in Mexiko, das war mir dann auch wieder zu langweilig. Die ganze Zeit nur vorne wegfahren, das ist auch öde. Nächste Saison wird es ein bisschen schwieriger gestellt. Aber es ist auch schwer, finde ich, hier wirklich steht definitiv fest. Wir sind so gut wie bereit, den Schwierigkeitsgrad zu finden, der für einen wirklich passend ist. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit hinterherfahren. Ich will ja schon um Siege mitfahren, aber ich möchte halt auch so ein bisschen kämpfen darum. So, ich kann doch aber meine Reifen, glaube ich, auch auch ändern. Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht. Ich könnte ja zum Beispiel mit den gelben starten. Wir fahren 18 Runden. Ja, wir fahren 18 Runden. Dann starte ich mit den gelben, komme in Runde 10 rein. Und wie ändere ich dann? Ach, hier Pensum 2. Der wird dann rot gefahren. Das sollte eigentlich klappen, oder? Oder Runde 9 wäre der ideale Zeitpunkt, sagt er. Das wäre allerdings genau Halbzeit. Ich weiß nicht, ob die Roten das wirklich mitmachen. Ach komm, Runde 10 ist schon okay. Fahren wir mal antizyklisch, wie es so schön heißt. Die anderen werden ja alle auf Rot starten und wir fahren als einziger auf Gelb. Wollte ich jetzt auch nicht. So, ihr kennt es. Ach, jetzt habe ich wieder Kamera gewechselt. Das wollte ich natürlich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich den hier haben. Jetzt muss ich gleich erstmal die Kamera wieder umstellen. Oh, blöd. Was ist denn hier los? Muss gleich nochmal Replay anmachen. Ist einfach zu viel gute Action jetzt hier. So, einmal noch. Alles gut. Ach. Ich finde es schade, dass er nicht immer in der TV-Cam bleibt. Die könnte ich jetzt nämlich viel besser gebrauchen als diesen Kram hier.
Ja, so macht das doch schon viel mehr Spaß. Und wir sind schon auf P11 nach der ersten Runde. Upala, upala. Okay, good work. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Aber Alonso ist ja jetzt auch nicht so der Fährste, ne, wie er mich da abdrängt. Ist ja schon fast Magnussen-Style. Der alte Rennopa. Auch so ein bisschen Platz machen, wenn ich komme. Habt mal ein bisschen Respekt vor eurem Weltmeister. Ja, die KI ist echt schon um einiges schwieriger zu überholen als in den Vorgängerteilen. Vorne Raikön und die Mercedes, die ziehen natürlich doch schon ein bisschen weg. Oh, Caro, ja. Aber Raikön tatsächlich nur Dritter, die beiden Mercedes anscheinend vor ihm. Ist ja fast schon eine Blamage hier für uns. Ja, obwohl, jetzt hat er einen Mercedes geholt. Bottas. Aber Hamilton fährt gut weg da vorne. So, schwupp, auch das gucken wir uns gerade noch mal an hier. Aktion gegen Bottas.
1A, wunderbar. So, du komischer Boateng, du bist der Nächste. Mr. Goldkettchen. Places 2.1 seconds. Nicht mehr lange. I reckon. Teammate by 3.1 seconds. Und ihr ahnt es. Natürlich gucken wir uns das auch nochmal an. Ja, schon wieder so eine blöde Kamera. Supersofts. Ja, ich denke mal, die werden jetzt diese Runde reinkommen, alle. Und ich dann in Runde 10. Ist vielleicht auch schon noch ein bisschen früh ist. Aber gut, andererseits, wenn die in Runde 8 kommen, ich in Runde 10, dann bleibt es ja gleich, ne? Thank you.
Vielleicht kriege ich hier noch so ein paar Überrundungen zum Schluss. Die Strecke ist ja relativ kurz. Und ich komme ja gleich im zweiten Stint erst auf die schnelleren Reifen. Aber ich glaube. Ich glaube nicht. Wenn ich jetzt von der Pole losgefahren wäre, dann vielleicht. Nein, da ist meilenweit keiner zu sehen vor mir. Das war jetzt Blödsinn, was ich da gehofft habe. Ich bin jetzt gerade mal auf P1 vorgefahren und denke schon an Überrundung. Das ist ein bisschen arrogant. Okay, die fahren tatsächlich nur eine Runde weniger als ich. Runde 9 sind es reichen. Soft tire, softs on the car behind. Ich glaube, ich fahre noch eine Runde. Das Auto liegt noch sehr gut. Remember, box this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach and make sure you don't speed. Ach komm, egal, ich komm rein. Was ist denn hier der Limiter? Da wäre er gewesen. Ich dachte, den hätten sie nach vorne gesetzt. Schäbig, schäbige Einfahrt. Mein Gott. What happened? Ich habe keine Ahnung, what happened. Ich habe keine Ahnung. Auf einmal ging der Koffer weg. Hamilton hat aber doch ein bisschen Zeit gut gemacht wieder. Und Kimi hat ordentlich verloren. Zeigen wir erstmal, was wir drauf haben hier mit den roten Reifen. Gap to teammate behind is 7.7 seconds.
und trotzdem noch schnell zur Runde. Okay. Na doch nicht. Aber knapp, aber wirklich knapp. Trotz diesem heftigen Crash der. Okay. Na komm, weil es so lustig war. Komplette Rallye-Einlage. Dann versuchen wir halt keine schnellste Runde zu fahren. Ach, das gibt's doch nicht. Jedes Mal, wenn ich auf einer schnellen Runde bin. Leck mich am Arsch. Ist das irgendwie verflucht? Darf ich keine 1.10 fahren oder was ist los? Kann nicht wahr sein. Als 10 ist nicht drin. Our gap behind is 10.6 seconds. Ich will jetzt 1.10 fahren. Weiß, dass das drin ist. Bitte dich.
got 2 laps of fuel left. Es ist nicht drin. Wo habe ich denn jetzt noch 4 Zehntel verloren? Auf der letzten Geraden. Das ist doch unfassbar. Ach, leck mich. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Und da vorne sind tatsächlich noch Überrundungen. Glaub nicht, dass ich die noch kriege, aber bin doch nah rangekommen. That's a race win. You've really been great today. Das geht, ne? Und wieder. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen. Ne, war spaßig auf jeden Fall. Wir haben nicht vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Für mich ist das heute der Habicht. Er hat so hart gekämpft und war zeitweise schon unglaublich schnell. Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen. Nach all der Aufregung ist es nun erst der einmal Zeit, sich... Der Habicht. Ne, das war ein spaßiges Rennen, wirklich. Und jetzt gibt es nur noch eins, das Saisonfinale in Abu Dhabi. Und da sehen wir uns dann wirklich erst zum Rennen. Da werde ich den Fehler jetzt nicht nochmal machen und euch die Trainingssessions zeigen. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Das ging ja komplett in die Hose. Sie konnten heute die Spitzenpositionen ergattern. War es ein einfacher Sieg? Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hätten Sie eine richtig gute Strategie für das Rennen. Würden Sie sagen, dass Ihr Rivale immer noch auf Ihrem Niveau Eindeutig fährt? Eindeutig nicht. Aber er hat nicht meinen Wagen. Natürlich hat er meinen Wagen. Klasse, das war dann alles. Ja, also wie gesagt, wir sehen uns dann im Rennen in Abu Dhabi. Ich denke mal, jetzt werde ich noch so ein Einladungsevent fahren müssen. Vor Abu Dhabi müsste ich dann auch das Getriebe noch einmal wechseln dürfen. Motor ist ja noch relativ neu. Also von daher können wir das in Abu Dhabi gerne nochmal versuchen, von hinten zu starten. Das hat ja echt Spaß gemacht. Glückwunsch zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Aber du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnimmst. Da brauche ich nicht lange überlegen. Hier überholen mit einem Red Bull in Spanien.
In Spanien, sag ich schon, in Spa. Auf jeden Fall. Dann fahren wir das gerade noch. Und dann geht's zum Saisonfinale. Ich bin genauso schnell wie der blöde Williams, das gibt's ja nicht. Natürlich echt ordentlich Grip hier, der Red Bull, der ist richtig gut zu fahren. Macht mich richtig Laune. Ah, war doch an die Seite. Ach man, du dicker, fetter Williams-Typ. Der Grip von dem Auto, ey, das ist richtig geil. Warum können Formel 1 Autos nicht immer so zu fahren sein? Das wird richtig Spaß machen. Wie geil ist das denn? Oh, der macht richtig Spaß. Es fehlt ihm so ein bisschen an Endgeschwindigkeit. Das war im letzten Teil in F1 2017 war das auch schon so. Da habe ich den ein paar Mal im Multiplayer-Rennen gefahren. Und der ging so gut ab in den in Monza zum Beispiel, in den Schikanen, war der Red Bull unschlagbar und dann ging es auf die Geraden raus. Und dann kamen die ganzen Leute, die den Ferrari gewählt haben und zogen richtig krass an einem vorbei, das war echt deprimierend. Aber in der Schikane, der klebte wirklich auf der Strecke, dieses Auto. Oder in der Parabolica zum Beispiel. Da brauchte man nur ganz kurz lupfen und konnte Vollgas da durchfahren. Kann man jetzt wahrscheinlich immer noch. Das Auto scheint ja noch das gleiche zu sein.
Nur bei 290 ist dann halt auch der Arsch ab. Das ist natürlich nix. Ich hätte das jetzt ewig so weitermachen können. Das hat mal richtig Spaß gemacht. So, und da geht's dann nach Abu Dhabi, das letzte Rennen der Saison. Wir sind Weltmeister, wir sind Konstrukteursweltmeister. Es geht um nichts mehr, außer darum, noch einmal so viel Spaß zu haben wie gerade in Brasilien. Deswegen auch hier wieder das Qualifying auslassen. Die Trainingssessions zeige ich euch jetzt diesmal nicht, weil das in Brasilien so super peinlich war. Das heißt, wir sehen uns dann hier im Rennen wieder. Ich sag schon mal winke, winke und auf Wiedersehen. Ich werde jetzt noch ein bisschen F&E mir angucken, was da noch so los ist. Aber wir sehen uns im Rennen in Abu Dhabi. Bis dann. Ciao.